Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Und wir spielen mal wieder in der Season 5. Und guck mal, was uns heute für Abenteuer begegnen. Na gut, richtige Abenteuer nicht, aber wie wir heute spielen. Oder ich besser gesagt. So, ein bisschen tanzen. So. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wo wir hingehen. Also, ich würde sagen, wir gehen nach... Ja, toll, schwere Entscheidung. Ich gehe mal hier zur Wüste. Ah, nee, lieber nicht. Ich überlege mir lieber was anderes. Vielleicht nach Riedel. Ah, nee, ist auch zu weit weg. Ich gehe einfach mal nach wie heißt es, Salty Springs. Ich finde es außerdem auch cool, dass man jetzt da sieht, wo man das hingesetzt hat. So, ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät den Gleiter gesetzt, sozusagen. Ach, ärgerlich. Jetzt komme ich wieder nicht richtig auf. Jetzt komme ich nicht richtig an. Ah doch, hier kann ich drauf. Hä? Ja, komm. Da war eben irgendein Verbindungsfehler oder so. Ja, toll. Das bringt mir jetzt nichts. Hier muss doch irgendwas sein. Hier unten muss aber was sein. Ja, gut. Oh, stimmt. Die sind auch gut. So, ich glaube, ich habe es eigentlich schon alles durchsucht. So, hier scheint irgendwo eine Kiste zu sein. Hier unten vielleicht. Ah, nee, ich mach's lieber so. Dann... Oh. Oh, hier ist einer im Haus. Ist hier. Wo ist er denn?
ist er denn? Hallo? Wo ist er denn? Shit! Das war ein bisschen knapp. Sind sie jetzt alle weg? So, jetzt brauche ich natürlich noch was zum Heilen. Habe ich aber anscheinend nicht. So. Aber der Typ im Haus eben war schon, war echt komisch. Als ob, der dachte echt, ich würde ihn nicht sehen oder was. Ja, jetzt habe ich nur Angst. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Schild und Verbände. Nee, Verbände nicht, die habe ich ja, aber halt ein Mini-Pack. Oder halt, naja, das Beste wäre natürlich jetzt ein schöner Chuck-Chuck, aber das gibt's anscheinend heute nicht. So. So, das Ding nehme ich mir nicht mit, aber dafür... Oh nein. Gucke ich mir hier oben. Oh, schon eine Kiste. Oh! Schön! Schöne Beute! Nein. Wie weit muss ich laufen? Ja, geht eigentlich. Auf jeden Fall schon mal ein geiler Raketenwerfer. Dann gehen wir doch mal lieber gleich in die Zone. Die sollen alle Respekt vor mir kriegen, weil ich den Raketenwerfer habe. Was sind eigentlich diese Dinger da, die da als rumleuchten?
Oh oh. Hier hat jemand so ein Katapult-Dings. Ich kann es nicht erklären, wie es heißt. So. Hä? Wieso kann ich die nicht hinbauen? Ich verstehe es nicht. So. Ich glaube, bräuchten wir jetzt erstmal nicht. Ja. Nehme ich mir erstmal nicht mit. Oh oh, ich muss mich beeilen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ein Jump Pad habe. Nee, ich habe anscheinend nur. Oder nicht nur, sondern schon so, oder sogar nämlich drei so Sprungflächen irgendwas, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. War hier echt noch niemand drin? Ja gut, dann bin ich der Erste, der hier reingeht. Also hier ist auch wieder meine Kiste. Die müsste dann hier oben sein. Nee. Ach hier, stimmt. Ja, es sind aber so viele Schilde hier. Aber das Medipack ist mir ein bisschen mehr wert. Oder hinten. Da sind anscheinend welche mal. So, da baue ich mir doch auch bald was. Oh, nur noch 9 Leute. Oh, ich brauche ein bisschen mehr Holz. Er fliegt doch jetzt zu mir, oder? Ah, guck mal, der Kreis bei der Wüste. Oh oh, ich sollte mir wirklich mal was bauen. Nur noch 6 Leute. Bisschen Holz kann ich schaden, nur dass Leute aufmerksam auf mich werden. So, ich gehe jetzt mal lieber in den High Ground. Und zwar hier hoch. Das Haus reiße ich mal kurz ab.
So, dafür baue ich mir jetzt meine schöne Base. Oh oh. Es hat auf jeden Fall jemand mich angeschossen. Ja, der hat schon gemerkt, dass ich auf ihn schieße. Ich hab's Gefühl, der kommt jetzt hier rechts vom Berg. Ah ne, hier. Oh oh. Ah, hier sind diese Spring-Katapulte da. Ich spare noch meine eine Munition vom Raketenwerfer ein. Ach komm, ey, ich hatte noch keinen einzigen Sieg. So. Ich baue es mir, glaube ich, nochmal anders. So, weil dann habe ich eine bessere Aussicht auf den Typen hier. Ich versuche gerade alle nachzuladen, aber ich glaube, alle sind nachgeladen. Ja. Wieso fliegt der alles mit diesen Dingern rum? Ich hab mal einmal erwischt. Oh oh. Wer hat hier einen Sniper? Ich traue mich gar nicht mehr rauszugucken. Aber ich bin, glaube ich, schon am höchsten von allen. Oh, hier ist einer. Komme ich denn an den ran? Schon wieder der Sniper-Typ. So. Ja, toll. Oh nein, er hat mich erwischt. Ich komm von da hinten, von hier. Angst, dass er mich gleich wegsniped. Ich habe jetzt nur noch die Waffe, die hier und die hier. Also zur Verfügung. Ich sollte mal lieber auf den Sniper achten. Es ist halt natürlich nur die Frage, wo der Typ ist.
Wo sniped er? Ah. Oh, oh, nein. Also gut, schon mal, dass ich weiß, hier ist einer, da ist einer oder zwei, ich weiß es nicht. Ja, der Raketenwerfer wäre natürlich jetzt schon ein geiles Teil. Oh, oh, der Sturm kommt. Oh oh, ich habe kaum mehr Materialien. Nein, ich habe verloren. Ich habe so gut wie verloren. Toll, ich habe keine Materialien. Ach komm, ich renne jetzt einfach rauf. Ich besuch dich mal. Oh, der Typ ist schon gestorben. Er hat sich hier eine Falle aufgestellt. Hallo? Munition? Ich kann keine Munition mehr aufheben. Noch drei Leute, ey. Und noch ein goldener Raketenwerfer. Oh nein. Ah, ich habe Materialien. Das ist mein erster Sieg. Was? Mein erster Sieg. Ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ach, geil. Okay. Bekomme ich irgendwas? Oh Mann, ich bin so glücklich. Ich hatte noch nie einen Solo-Sieg. Noch nie. Spidespind. Ja! Ja! Ich habe alle Gleiter. Alle diese Regenstimmen. Oh, geil. Ey, ich bin so glücklich. Das war meine erste erfolgreichste... Das war meine allererfolgreichste Runde. 2 Kills und noch ein Win. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.